don't give up. Hope changes everything. Hoffnung verändert alles. Ich bin Rainer von den Furies und wir sind heute bei Andrea Witt von den Zuckerschnuten. Was sind die Zuckerschnuten? Erzähl das mal. Die Zuckerschnuten sind eine Selbsthilfegruppe für Kinder und für junge Leute mit Diabetes. Ich habe die vor 22 Jahren gegründet, weil meine Tochter Diabetes bekommen hat und mir ist ganz wichtig ist, dass Kinder zusammenkommen und voneinander lernen, damit sie wissen, ich bin nicht alleine mit der Erkrankung. Ja, ich habe das mit dem Leo ja auch mitbekommen. Da haben andere Kinder berichtet, da hat sich die Klassenlehrerin vor die Klasse gestellt und hat original gesagt, ja, esst nicht so viele Süßigkeiten, weil dann kriegt ihr Diabetes. Und dann ist mir erstmal klar geworden, wie unwissend tatsächlich die meisten Leute sind. Viele wissen das ja gar nicht. Es gibt ja Typ 1 und Typ 2. Magst du das nochmal ganz kurz erklären? Ja, Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, da kann kein Mensch was dafür. Das ist das, was die Kinder am ehesten haben. Es gibt auch Kinder mit Typ 2, aber es ist seltener. Es ist also eine komplett andere Krankheit. Wenn du zu Anfang die Kinder hast, die so schüchtern sind und denken, oh Gott, Diabetes, das ist so furchtbar, dann sind sie bei uns in der Gruppe und merken auf einmal, alle Kinder haben ja jetzt Diabetes, ich bin hier nicht alleine. Oder wenn die Kinder dann sagen, ja, wenn ich hier unterzucker, dann rufe ich einfach nur, ich bin unterzuckert. Und jeder kommt an und weiß, was er zu tun hat. Die meisten sagen, hier bin ich normal, weil die anderen das auch haben und ich bin nicht alleine. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Kinder, die in der Selbsthilfe mitmachen, psychisch gesünder erwachsen werden. Wie kann man die Zuckerschnuten unterstützen? Helfen können und damit wir helfen können, brauchen wir Spenden. Das wäre toll.